Und damit herzlich willkommen zur letzten Name Origin Folge vor Weihnachten. Das Weihnachtsvideo, was am Donnerstag kommen wird. Ich gebe euch einen Tipp, es wird Donnerstag morgens kommen. Denn, ja, das werdet ihr dann sehen, warum es dann quasi morgens schon kommt. Und wie gesagt, das ist die letzte Folge vor Weihnachten. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir ohne Umschweife gleich an, damit ihr noch Zeit habt, irgendwie ein paar Geschenke zu kaufen. Weil das verschiebt man ja gerne mal auf die letzten paar Tage, in denen man noch Zeit hat. Und zwar fangen wir an mit dem Steinklumpen Geowatz. Geowatz Name kommt einmal von Geo, was die griechische Vorsilbe für Erd ist, wie zum Beispiel ein Erdbeben oder Erdbeeren. Zum Beispiel, ich weiß nicht, bei Erdbeben glaube ich, bei Erdbeeren aber nicht, aber jedenfalls die Silbe an Vorsilbe Geo, kennt man ja auch zum Beispiel aus Geologie. Und von dem Wort Walze. Und Geowatz kann ja quasi Arme und Beine so einfahren. Und ja, dann ist es quasi das perfekte Pokémon für den Walzer. Beim nächsten Pokémon bleiben wir mal gleich bei der Typenkombination von Gestein und Boden, und zwar die Steinschlange Onyx. Onyx Name kommt einfach nur von Onyx. Nur ein bisschen anders geschrieben mit Y, was ein Mineral ist. Und ja, ich muss eigentlich nicht großartig dazu sagen, es ist halt ein Mineral, das heißt zum Teil auch ein Stein. Und man sieht auch zum Beispiel beim Wikipedia-Artikel, steht geschrieben, dass echter Onyx ausschließlich zu Schmucksteinen verarbeitet wird. Also echter Onyx wird ausschließlich zu Schmucksteinen verarbeitet. Und wenn ihr jetzt mal zurückdenkt an das Kristall-Onyx, ein Kristall-Onyx, Kristall ist auch ein Mineral, welches eher zu, oder für Schmucksteine benutzt wird. Und in der Folge war es ja auch so, dass jemand quasi aus Glas kleine Pikachu, oder nicht Pikachu, sondern kleine Pokémon-Figuren hergestellt hat. Das heißt, Onyx hat da sogar im Anime eine kleine Verbindung. Als nächstes gehen wir zu Chanera, das Ekelmon, wie es viele bezeichnen. Chanera kommt sogar aus und weiß immer von drei Wörtern, und zwar einmal von dem Wort Chance oder Chance, was Französisch oder halt auch Englisch für Glück ist. Und ich meine, das Pokémon in der Safari-Zone zu fangen, ist wirklich pures Glück. Dann einfach von dem Wort Ei, ist glaube ich selbst erklärend, Chanera hat ein Ei. Und dann noch von dem Wort Rar, was einfach nur selten bedeutet. Jeder kennt ja das Wort Rar, was selten ist, und Chanera kommt extrem selten vor in der Safari-Zone, in der ersten Gen. Ihr müsst ja denken, der Name kommt nur von der ersten Gen. Und wenn man es einmal hat, es zu finden, ist pures Glück, und deswegen Chaneras Name aus den drei Sachen. Gehen wir weiter zu dem Spaghetti-Monster. Ich wollte gerade so sagen Spinudi, aber es heißt Tangela. Tangelas Name kommt einmal von dem Wort Tangle, was Englisch für Gewirr oder Durcheinander ist. Oder auch im Deutschen von dem Wort Seetang, was ja Seetang ist. Und wenn man so drüber nachdenkt, Seetang ist ja eher so eine Pflanze im Wasser. Das heißt, vielleicht so der Wassertyp, so Pflanze im Wasser für Tangela, wäre schon interessant. Und dann auch Tangolos, vielleicht mit Siedewasser bald, wer weiß. Gehen wir zum nächsten Pokémon, und zwar Gyarados. Der Name Gyarados aus dem Deutschen kommt erstmal genau vom Japanischen, was man Gyarados wahrscheinlich dann auch ausspricht, weil es Englisch ja auch genau der gleiche Name ist. Man schreibt es quasi mit Y, und es kommt von zwei Wörtern, und die finde ich zum Beispiel extrem cool. Und zwar einmal von Gyakusatsu, ich habe es wahrscheinlich total falsch ausgesprochen, tut mir leid an all die Japaner unter meinen Zuschauern, was das japanische Wort für Grausamkeit bedeutet, und Gyarados hat ja auch den Bedroher als Fähigkeit und ist ein ziemlich grausames Pokémon. Und dann noch von dem Wort Rado, was griechisch für Wirbel bedeutet. Und wenn ihr euch an die Anime-Folge erinnert, an der sich James Carpador, was er auf der MSN oder MSN, MS, auf der MS Aqua, keine Ahnung wie die hieß, gekauft hat. Es hat sich auch dann sogar Gyarados entwickelt und mit anderen die Drachenwut vollzogen. Und Drachenwut sieht ja im Anime dann aus wie so ein Wirbelsturm. Deswegen passt das auch zu Gyarados. Dann kommen wir schon zu Pokémon Nummer 6, und zwar Amoroso. Amoroso kommt einmal von dem Wort Ammonit, und ich glaube jeder, ich denke mal so alte Zeit ist eher was Leute interessiert. Und Amoroso kommt quasi von den Ammoniten und dann noch von dem Wort Roso, was Tau oder Niederschlag bedeutet, und ja, deswegen hat Amoroso den Wassertypen. Dann kommen wir auch schon zum letzten Pokémon, und zwar Sarzenia. Und Sarzenia kommt einfach nur von dem Wort Sarazenia, was übersetzt einfach, oder was einfach nur der Fachbegriff für Schlauchpflanzen ist. Schlauchpflanzen sind quasi, ihr könnt es googeln, vielleicht packe ich euch auch mal ein Bild hier rein kurz. Und zwar Schlauchpflanzen sind, ja, einfach die Pflanzen, die quasi oben so eine Öffnung haben wie ein Schlauch. Und Sarzenia ist ja auch quasi eine Schlauchpflanze mit einem Blatt oben drauf. Und deswegen passt auch deiner Name wunderbar. Damit sind wir auch schon am Ende von dem Video. Wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Part der Egglog. Ich wünsche euch da auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!